Ich heiße Inge Schülke, ich bin 78 Jahre alt und wurde in Berlin geboren. Und Sie sind, wo sind Sie aufgewachsen? Die ersten 6 Jahre habe ich in Schlesien gelebt. Weil meine Eltern sind aus Berlin, aber mein Vater wurde nach Schlesien versetzt und deshalb war ich die ersten 6 Jahre dort. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe noch 2 Schwestern. Eine war damals 4 Jahre alt und eine 1,5, als wir auf die Flucht gingen. Sie haben 1939 sind Sie geboren, oder? 38. Sie sind 1938 geboren. Mhm. Wie haben Sie die Kriegsjahre erlebt? Also in Schlesien lebten wir in einer kleinen Stadt, da habe ich nichts vom Fliegeralarm mitbekommen. Es war eigentlich ziemlich ruhig. Ich habe natürlich durch die Gespräche der Erwachsenen gehört, dass es eben viele Männer gefallen waren und es eben, mein Vater war ja auch die ganze Zeit im Krieg und eigentlich, aber sonst war es nicht so schlimm. Meine Mutter musste an einem Tag mal zum Bahnhof gehen, um die Verwundeten zu versorgen, wie viele andere Frauen ja auch. Und sie hat uns befohlen, zu Hause zu bleiben. Aber wir sind dann doch mit anderen Kindern noch zusammen einfach auch zum Bahnhof gelaufen und um zu gucken, was da nun los ist. Aber ich sah dann einen Verwundeten an Krücken gehen, der ein Bein amputiert hatte. Und da haben wir doch so einen Schrecken bekommen, dass wir dann nach Hause gelaufen sind. Können Sie was dazu sagen, warum die Verwundeten also am Bahnhof waren? Also das ist ja ein Lazarettzug? Ja, das war ein Lazarettzug, ja. Und Sie sind in... genau, also die Frauen wurden dann zur Versorgung... Der Verwundeten in diesem, die mit dem Zug angekommen sind? Ja, erstmal die Erstversorgung nehme ich an. Ich weiß es auch nicht genau, ich habe sie nicht gesehen. Ja. Und haben Sie sonst noch was vom Krieg mitbekommen? Also was haben die Erwachsenen? Ja, zum Schluss, also bei uns wohnten im Haus noch eine Tante mit ihrem Sohn, die ausgebombt waren in Berlin und meine Großeltern, die aber ihre Wohnung noch hatten, aber eben wegen der Angriffe auf Berlin lieber dann in Schlesien leben wollten. Die lebten noch bei uns im Haus. Okay, also die ganze Familie, Großfamilie lebte dann in einem Haus. Ja. Okay. Und dann mussten Sie Freistadt verlassen? Ja. Also vorher haben wir schon Trecks gesehen, die durch unseren Ort kamen, aber wir hatten dann noch nicht dran geglaubt, dass wir auch raus müssten. Oder ich nicht, ich habe überhaupt nichts gewusst, aber meine Mutter. Sie bekam aber dann zum 28. Januar 1945 den Anruf vom Bürgermeister, dass wir alle die Stadt verlassen müssten am nächsten Morgen mit dem Zug. Dann hat sie natürlich gepackt und wir sind dann alle zusammen zum Bahnhof gegangen, bei 20 Grad minus. Ich habe so raue Lippen. Ich weiß nicht, alles ganz rau bei mir. Das kann man jetzt schneiden, ne? Ja, das kann auch dauern, das kann auch stehen bleiben, warum nicht? Nee. Ja, gut, okay, ja. Nee. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, du warst jetzt am Bahnhof. Ja, wir waren am Bahnhof. Der Zug stand schon und wir bekamen auch noch einen Platz in einem Abteil. Und wir sind dann, ja, der Zug war übervoll.
Und es hat auch sehr lange gedauert, bis er losgefahren ist. Und auf freier Strecke hat er oft gehalten. Das weiß ich noch. Und es war eben sehr kalt, auch im Abteil. Aber einmal bekam ich mal einen Becher Grießsuppe durchs Fenster gereicht. Das hat mir sehr gut getan. Ich habe mich gefreut. Und ich denke da immer noch dran. War von Leuten, die sie unterstützen wollten, die noch an der Zugstrecke gewohnt Ja, haben. ja, ja, ja. Das war wie hier auch bei der Flucht, ne? Das war auch so. Genau, damals wurde dann komplett aus Schlesien. Ja, es sind einige Leute da geblieben, aber denen ist es nicht gut gegangen dann, als die Russen dann kamen. Das waren dann auch noch Gefechte in der Stadt und ja, die Russen, ja. Und dann sind sie nach, nee, nicht nach Berlin, ne? Dann sind sie Dann, nach. ja, meine Mutter wollte mit uns nach Potsdam, weil wir da Verwandte hatten, die ein Haus hatten. Und da dachte sie, da könnten wir unterkommen. Und als wir da ankamen, da schlug die Tante die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie gar keinen Platz mehr hatte. Es waren schon so viele Flüchtlinge da und sie hatte auch Leute im Haus schon wohnen. Wo sind Sie dann untergekommen? Aber wir konnten noch dort bleiben. Irgendwie, aber wie, das weiß ich auch nicht mehr. Aber ich bin dann da auch zur Schule gegangen. Und es gab Bombenangriffe auf Potsdam noch, das weiß ich. Und es gab, aber die waren meistens nachts. Und an einem Tag, als ich zur Schule ging, da stand ich plötzlich vor einem riesen Trümmerberg. Und wusste gar nicht weiter. Und dann fing ich an zu heulen und dann hat mich eine Frau aber doch noch zur Schule gebracht, so. Aber es war wirklich ein Riesentrümmerberg. Wie war denn dann Schule überhaupt möglich? Das, Also. es gab, ich habe zum Beispiel in Potsdam das große K gelernt, das weiß ich noch, aber sonst weiß ich nichts mehr. Okay, aber man hat trotzdem versucht, noch an einem Ja. Tag Ja, auffällig zu erhalten. genau. Und eines Tages hatte ich auch große Zahnschmerzen und hat meine Mutter versucht, mit mir einen Zahnarzt zu finden, aber keiner konnte mich behandeln, weil sie so ausgelastet waren schon mit Arbeit, weil so viele Flüchtlinge schon in der Stadt waren. Also im Prinzip alle aus dem ländlichen Raum, ich komme dann nochmal zurück, Ja? aus Schlesien sind nach Berlin und Potsdam Ja, meine geflohen. Tante mit ihrem Sohn, der so alt ist wie ich, die sind nach Ballenstedt, weil sie da Verwandte hatten. Aber wo sie ausgestiegen sind, das weiß ich nicht mehr, wo sie umgestiegen sind. Und meine Großeltern, die ja in Berlin wohnten und ihre Wohnung noch hatten, die sind dann nach Berlin. Wo war Ihr Vater in der Zeit? Mein Vater war schwer verwundet und war im Lazarett schon Ende 44, irgendwann seitdem, Ende 44. Und er war einige Monate im Lazarett. Und wir hatten dann auch nichts mehr von ihm gehört, als wir dann in Potsdam waren. Und wir sind in Potsdam. Mein Vater wurde dann aber entlassen aus dem Lazarett und im März. Und er war aber noch nicht kriegstauglich und wurde als Leiter eines Lehrgangs in Döberitz eingesetzt. Und Döberitz ist ganz nah an Potsdam und Berlin. Und er hat dann auch erfahren, wo wir sind und hat uns dann aus Potsdam rausgeholt. Und wir haben dann im Olympischen Dorf gewohnt. Und
Im Olympischen Dorf habe ich selbst auch keine Bombenangriffe erlebt. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Aber ich musste dann nach Elstal in die Schule. Da gab es aber Bombenangriffe, weil da ein großer Rangierbahnhof war. Und eines Tages mussten wir auch früher, da gab es Alarm, Fliegeralarm. Und wir sind dann früher aus der Schule entlassen worden. Und ich bin dann aber lieber durch den Wald gegangen, als die Straße lang zu gehen, weil ich große Angst hatte dann. Und einmal, dann hörte ich auch wie eine Explosion. Und das war, wie ich dann später hörte, da war ein Munitionszug in die Luft gegangen. Der an dem Bahnhof lag. Ja, an dem Rangierbahnhof. Und das Haus, in dem Sie in Potsdam gelebt Ach haben? ja, das Haus. Wir waren dann sehr froh, dass mein Vater uns da rausgeholt hatte, weil das Haus später, also einige Tage später, bombardiert wurde und total zerstört war. Also richtig Glück gehabt. Ja, da hatten wir wirklich Glück, ja. Und die Verwandtschaft, die in dem Haus noch Die waren im Bunker. geblieben. Ja, die sind im Bunker gegangen. Und vom Olympiadorf, da konnte man die Stadt Berlin aber noch sehen. Ja, einmal ist mein Opa mit mir dahin zu einem bestimmten Platz gegangen. Ich weiß nicht, wo es war. Ich kenne mich da auch nicht mehr so aus. Aber wir konnten sehen, wie die Stadt angegriffen wurde. Da war ein Platz, da konnte man das sehen. Das war dann auch nachts, oder? Nee, das war am Nachmittag mal. Also Nacht, keine Nachtstück. Bombenangriffe, sondern die Truppen. Gefecht. Okay. Ja. Okay, dann am 22, kommen wir zum 22. April. Ja, am 22. April, da bekam mein Vater plötzlich die Nachricht, dass er unbedingt nach Berlin sollte, um da die Stadt zu entsetzen, hieß das. Aber er sollte da kämpfen. Und er hat uns da mitgenommen, weil wir da nicht bleiben konnten. Und wir konnten nicht bleiben. Und wir wussten ja auch gar nicht, wo wir hin sollten. Und mein Vater wollte uns dann bei meiner Oma absetzen. Und das hat er dann auch gemacht. Und wir mussten aber dann noch ein Stückchen laufen und hatten ja, weil mein Vater da nicht langfahren konnte, und sind dann, wir sind dann meine Mutter mit Gepäck und ich mit Gepäck und hatte meine jüngste Schwester an der Hand und das andere Gepäck, da musste meine arme Schwester Anne aufpassen. Und wir hatten alle solche Angst, weil wir da den Gefechtslärm gehört haben um Berlin. Das war der Artilleriebeschuss und Flieger, Tiefflieger und ich, was sonst da noch, wie nennt Stalinorgeln. Stalinorgeln, ja. Ja, und Stalinorgel, das sind das kennt Raketen, unser das war mal ein Publikum nicht Raketen, genau. ja, es war ein Raketenbeschuss. Nicht? Die hatten ja so Raketeneinheiten auf Lastwagen montiert und das rollte wohl furchtbar. Es war ein Jaulen. Das kann man heute noch in Filmen, kann man das verfolgen. Ja, da hatten wir solche Angst und meine arme Schwester ist dann eben da geblieben, um auf die Sachen aufzupassen, die wir noch hatten. Und sie hat dadurch auch solche Angst gehabt, dass sie später noch bei jedem kleinen Geräusch anfing zu zittern. Also es war nicht Ja, bis schön. zu ihrem Ende.
Ja, und sie hatte dadurch auch ein Trauma, was sie bis zu ihrem Lebensende hatte. Ja, die war ja 4. Ja, sie war 4 Jahre alt. Und meine Mutter und ich und meine kleine Schwester, wir waren dann in der Wohnung meiner Oma, die auch sehr beschädigt war. Und dann haben wir nur das Gepäck abgestellt und meine Mutter hat natürlich gleich meine Schwester geholt und das Gepäck, das übrige. Und wir sind dann alle gleich, als wir dann im Haus waren, alle gleich in den Luftschutzkeller gegangen, weil es überall, es war furchtbar, dieser Lärm und man hatte solche Angst und wir sind gleich runter und der Luftschutzkeller war auch schon voll und da hing nur eine Petroleumfunzel. Da seid ihr auch nicht mehr rausgekommen, nicht? Ja, wir sind da 14 Tage geblieben unten im Keller. Nur meine Mutter ist ab und zu mal rauf, um was zu essen zu holen. Aber das war auch nicht schön. Ja, dann nach einigen Tagen ließ dann dieser Lärm nach und dann wurde es ruhiger, aber dann kamen die Russen. Die Russen kamen dann zu mehreren in den Keller und fragten dann nach deutschen Soldaten, nach Uri und Schmuck und durchsuchten alles. Und zum Schluss nahmen sie dann immer eine Frau mit. Und als erstes, beim ersten Mal war es ein junges Mädchen mit blondem Zopf, da kann ich mich auch noch so erinnern. Wir hörten dann nur das Wollen. Aber dann, es kamen nachher immer wieder Russen und immer schwer bewaffnet. Und sie haben eben immer nach Uhren gefragt und Schmuck und nach Pistolen oder nach Waffen überhaupt. Und meine Mutter saß auf einer Pistole und mein Vater hatte ihr die Pistole zum Schluss gegeben, falls es mal zum Schlimmsten käme. Aber meine Mutter konnte uns nicht erschießen und hat die Pistole dann auf dem Friedhof vergraben. Wo in Berlin haben Sie dann gewohnt? Wir haben in Steglitz gewohnt. Da kamen dann nach einiger Zeit die Amerikaner hin und dann wurde die Lage etwas besser in Berlin, für uns jedenfalls. Und meine Mutter hat nur kurze Zeit als Trümmerfrau gearbeitet und hat dann anschließend bei den Amerikanern gearbeitet, in einer amerikanischen Einrichtung in der Kantine. Viele, die den Film sehen werden, kennen den Begriff Trümmerfrau gar nicht. Ja, es gab ja nun so viele Häuser, die beschädigt oder überhaupt zerbombt waren. Und da musste natürlich aufgeräumt werden. Steine schleppen, Ja, Stein, Hauptsache Straßen Steine frei schleppen. machen. Und das hat Ihre Mutter wie lange gemacht? Die hat jetzt. Meine Mutter hat das ein paar Wochen gemacht. Oder Monate, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls Ende August bekamen wir dann Bescheid, dass mein Vater noch lebte. Und zwar stand eines Tages ein englischer Soldat vor unserer Tür, der uns einen Brief und ein Päckchen meines Vaters brachte. Er war dann in englische Gefangenschaft gekommen. In einem Gefangenenlager in der Senne, in der Nähe von Paderborn. Und von dem Vater hatten Sie. Warte mal. Ach so, das ist. Müssen wir Pause machen? Ja. Wir hatten sie.
Samenlaufzeit. Ja, that's they test the okay. It's alarm. Mm-hmm. It's every last Saturday in month mm-hmm. they test it. So I think it will come every 5 minutes now for 3 or 4 times. Das ist so ein schöner Hintergrund für das Gespräch. Es, ja, es passt zum Fliegen. Es passt. Es passt. Das ist so, so ein Testalarm. Diese, nee. Dieser Alarm. Ach so, heute ist wieder Alarmtest. Ja, genau. Um 12 Uhr. Ne? Hm. Genau. Wie oft ist das immer? Dreimal? Oder? Ich weiß es nicht. Einmal im Monat oder so. Oder? Das weiß ich auch. Ich habe es mal gelesen, weil ich irgendwann, als ich nach Köln gezogen bin, habe ich mich gefragt, was ist das denn? Und dann habe ich. Letzte Samstag. Letzte Samstag im Monat. Und dann glaube ich dreimal oder sowas. Ja. So, now it's gone, okay. Wo waren wir? Ja, mein. Sie hatten von Ihrem Vater 4 Monate lang nichts gehört. Ja. Seit Februar, März, April. Ja, ungefähr. Und dann kam. Dann hat er sich gemeldet, dann kam ein Päckchen. Ja, ein Päckchen, ein Brief hat der englische Soldat uns gegeben. Und wir waren natürlich heilfroh, dass wir ein Lebenszeichen von meinem Vater hatten und wussten, dass er noch lebte. Und das war schön. Wir haben meine Eltern oder meine Mutter und meine Oma, die haben ihm dann noch ausführliche Berichte mitgegeben, dem Soldaten. Und der hat es dann Ihrem Vater zukommen lassen, dass auch Sie noch leben? Ja, genau. Mhm. Ja, ich bin dann da auch noch zur Schule gegangen in Berlin. Und da kann ich mich erinnern, dass ich in den ersten Tagen, oder alle Kinder sind mit weißen Binden, Armbinden in die Schule gegangen. Und da fühlten wir uns sehr sicher. Und genau, das haben wir. Und dein Vater, du musst ja die Rolle deines Vaters im Gefängnis. Ach so, ja, mein Vater. Mein Vater war der Lagerälteste und hatte dafür zu sorgen, dass für Ruhe und Ordnung bei den oft noch sehr jungen Soldaten zu sorgen. Die waren doch sehr rebellisch. Mhm. Also die anderen Gefangenen? Die Gefangenen, ja. Mhm. Mhm. Okay. Und dann sind Sie auch zu Ihrem Vater gezogen? Wir haben lange nichts, und dann hatten wir erstmal nichts gehört von meinem Vater, und mein Vater erzählte dann noch, dass ein englischer Offizier ihn gefragt hätte, wo denn seine Familie sei. Und da hat er nur gesagt, wahrscheinlich sind sie noch in Berlin, wenn sie noch leben. Und dann hat er, ach, das war aber vorher, das war ja vorher noch. Mit dem, das muss man denn umschneiden. Ne? Also mein Vater wurde gefragt, wo seine Familie wäre. Und dann hat er gesagt, die Familie ist wahrscheinlich in Berlin, wenn sie noch lebt. Und der Offizier hat gesagt, es geht gar nicht, dass man in Berlin oder dass die Familie in Berlin bleibt. Er wollte versuchen, sie da rauszuholen und hat dann versucht und er hatte dann auch Kontakt zu den Bodelschwingschen Anstalten und da sagte der Offizier, da könnten sie sicher unterkommen.
Was war das damals, die Anstalten? Bodelschwingschen Anstalten, das war eine Einrichtung, das hatte der von Bodelschwing eingerichtet. War eine soziale Einrichtung. Eine soziale Einrichtung für Behinderte, für Arme und Kranke und physisch Kranke, psychisch Kranke, alles. Und damals wurde das als, ja, als Gibt das? Wohnheim, Flüchtlingsheim Nee, oder nee, 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 so war Kindergarten. das nicht. Das waren die Bodelschwingschen Anstalten bei Bielefeld, Also Bethel, wie Bielefeld. heutzutage. Also es war Ja, wirklich das, anders wo früher. wir hinkamen, das war eine Zweiganstalt sozusagen von den Bodelschwingschen Anstalten. Also, ja, ich frage, weil ich dachte, dass es vielleicht umgenutzt wurde oder dass es vielleicht anders eingesetzt wurde. Deswegen Ja, was es im Ja. Krieg war, das weiß ich Ja. auch nicht so richtig. Nee. Nicht, nee, ich meine auch danach, Ja, so, ja. weil das wurde Und schnell da, wo wir wieder hingekommen sind, das existiert abgerissen. heute auch gar nicht mehr, weil da jetzt alles Truppenübungsplatz ist. Wie bist du dann aus Berlin rausgekommen? Wie seid ihr rausgekommen? Die Ja, Geschichte mit dem. das war natürlich auch aufregend, weil plötzlich ein englischer Soldat vor unserer Tür stand und uns gleich mitnehmen wollte. Meine Mutter arbeitete aber bei den Amerikanern und meine arme Oma, die musste nun mit ihm da zu den Amerikanern, hat ihm dann gezeigt, wo diese Einrichtung war und sie sind da und zum Glück haben sie meine Oma, zum Glück haben sie meine Mutter gleich gesehen, als sie über den Hof lief und riefen und sie hat dann auch gleich, das ist dann auch gleich rausgekommen und dann zu Hause gleich gepackt und dann wurden wir in einen Militärlastwagen verfrachtet und mit Plane und dass man uns nicht sehen konnte, denn das war wirklich, es war gar nicht erlaubt, dass wir da mitgenommen werden konnten. Und wir sind dann Richtung Westen losgefahren und an der Grenze kam dann der Soldat nach hinten, schlug die Plane hoch und sagte, so, jetzt müssten wir ganz ruhig sein, jetzt kommen wir an die Grenze. Und waren auch ganz ruhig, bloß meine kleine Schwester, die Jüngste, fing an zu schreien, weil ihr etwas über den Fuß gerollt war. Und meine Mutter hat sie dann nur in den Schoß gedrückt, damit sie ruhig ist oder damit es keiner hört, egal was dann passiert. Sie wusste ja nicht, was sie jetzt machen sollte. Aber wir sind gut über die Grenze gekommen und sind dann endlich in der Senne gelandet und bekamen dort eine kleine Wohnung. Das heißt, wir wohnten im oberen Teil eines Zweifamilienhauses. Das waren drei kleine Zimmerchen mit Dachschräge, aber wir waren sehr glücklich, dass wir nun endlich eine Bleibe hatten und eben auch alle so gut durch den Krieg gekommen sind. Ihr Vater hat da aber noch nicht beigewohnt. Bitte? Ihr Vater ist noch in Gefangenschaft gewesen, noch in Ja, Berlin. mein Vater war noch in Gefangenschaft, genau. Und er konnte uns alle 14 Tage dann auch zu besuchen, übers Wochenende. Durfte der Vater euch Durfte, besuchen oder ja, ihr den nee, nee, Vater? er durfte uns besuchen. Er hatte einen Passierschein, ja. Und ist dann aber entlassen worden Na, und im Februar 45 wurde er, nee, 46, im Februar 46 wurde er entlassen, ja, genau. Und hatte dann natürlich keine Arbeit, aber
Gefangenenlager noch mit anderen Gefangenen zusammen. Die hatten schon überlegt, was sie denn nun machen würden, wenn sie jetzt entlassen werden. Und da hat einer vorgeschlagen, wie wäre es denn mit Zementziegeln? Und dann haben sich da einige zusammengetan, auch mein Vater, und haben dann Zementziegel fabriziert. Ja. Und ich glaube, die ersten Tage oder Wochen waren sie sogar in Köln in der Messe. Das habe ich mal gehört. Aber dann anschließend in Belecke, und dann kam ja die Währungsreform, und dann gab es ja alles, und dann bekam man ja auch ordentliche Dachziegel, und dann war das natürlich zu Ende mit den Dachziegeln, ne? Aber mein Vater hat alle möglichen Jobs dann versucht. Er hat ja keinen richtigen Beruf gehabt. Er war ja nur ein Berufssoldat. Das ist vielleicht auch interessant. Der Vater war praktisch von klein auf Soldat. Der hat also das Kaiserreich erlebt und später kommt nachher noch die Bundeswehr. Genau. Ja. Also alle Fahnen und alle durchexerziert. Ja, wie war die Zeit für Sie in In Augustdorf haben wir gelebt, ja. Ja, die Zeit, wir wohnten ja ziemlich einsam gegenüber von unserem Haus. Auf der anderen Straßenseite war der Truppenübungsplatz, und sonst waren da ein paar Felder und viel Wald und Heide. Und für uns Kinder war schön zu spielen, und zur Schule bin ich dann auch in dem Dorf, war ich in dem Dorf bis zum 8. Schuljahr. War ich da in der Volksschule? Die anderen Kinder, die kamen alle aus dem Ort, oder? Viele, manche aus dem Ort, manche waren aber auch geflüchtet, ja. Also gab es viele Geflüchtete auch dort auf dem Land. Nicht so viel, aber einige, ja. Okay. Und dann wollten Sie aber immer wieder auch für die Arbeit möglichst in den städtischen Raum. Ja, meine Eltern haben natürlich versucht, eine Wohnung in der Stadt zu finden. Aber das war sehr schwer, weil ja alles zerstört war und viele Leute eben eine Wohnung haben wollten. Und meine Mutter hat dann auch noch bei dem Bodelschwingschen Anstalt, dieser Zweiganstalt, gearbeitet als Näherin. Aber vormittags, und dann brachte sie mittags immer ein warmes Essen mit. Das war für uns ja auch gut. Okay, aber dann haben Sie eine Wohnung gefunden in. Ja, nach 8 Jahren bekamen meine Eltern eine Wohnung in Neuss bei Düsseldorf, und wir zogen dann nach Neuss, und es war natürlich auch viel besser für meinen Vater und auch für uns alle. Mein Vater fand da schneller irgendwelche Arbeiten, und ich machte eine 3-jährige kaufmännische Lehre in Neuss bei einer Honighandlung. Wie alt waren Sie da? Da war ich 15. 15, okay. Und also die Wohnung war, also was war das, oder? Das war eine Dreizimmerwohnung, ganz einfach, aber wir hatten wenigstens Wasser Fließend aus dem Wasser. Hahn. Achso. Genau, ja, davon ist genau. Ach ja, das hatte ich vorher gar nicht erzählt, das mit dem Genau, vielleicht wollen Sie da jetzt noch kurz was zu So, sagen. kann man das machen? Ja. Ja. In die unsere erste Wohnung mit den 3 kleinen Zimmerchen und Dachschräge in der Senne, da hatten wir dann ein Plumpsklo unten
unten im Stall. Und hatten aber auch kein fließend Wasser dort, sondern mussten das Wasser immer aus dem Brunnen holen. Und dann sind sie nach Neuss gezogen und. Da hatten wir wenigstens Wasser, ja, aus der Wand, sagte meine Mutter immer. Ja. Ja, das war in Neuss, ja. Ja. Das 56 hat mein Vater dann, konnte er wieder bei der Bundeswehr anfangen. Er war Oberst bei der Wehrmacht gewesen und konnte nun bei der Bundeswehr, wurde er eingestellt als Kommandeur der Infanterieschule Hammelburg. Was war Und die das erste Infanterieschule in der Bundesrepublik? Nochmal. Das war die erste Infanterieschule, die es überhaupt gab. Ja, das, ja, nach dem Krieg, Ja, nach nach dem dem Krieg. Krieg. Ja, Ja, das vorher gab es ja auch keine war die in der Soldaten. Bundesrepublik, habe ich gesagt. Ja. Und Hammelburg, wo ist das? Hammelburg, das ist bei Würzburg. Ja. Und da sind Und Sie dann auch mit da sind wir hingezogen. auch hingezogen und danach wurde, zogen wir dann meinem Vater nach Gießen. Hat er noch gearbeitet und dann kam er nach Köln und in Köln bin ich dann auch geblieben, habe meinen Mann kennengelernt und dann lebe ich immer noch hier. Ja, schön. Ein bewegtes Leben. Ja. Habe ich denn jetzt alles erzählt? Also alles, was hier Nicht? draufsteht, ist, Sind, glaube ich, ja. erzählt, ja. Es war. Ich weiß jetzt nicht, wie wir dann weitermachen, auch wenn noch. So, that's all from the paper. Ach nee, die möchte. Nö, das brauchen wir nicht. Should I ask these questions now? Yeah, well, Okay. I just wanted to ask, can I question? Do you still remember every details? Do you forget something from your experience in the war? Soll ich übersetzen? Erinnern Sie sich weiterhin an alle Details oder gibt es Dinge, die Sie vergessen von Ihren Erfahrungen? Ach, natürlich habe ich sehr, sehr viel vergessen, ja. Aber ich habe mich an vieles erinnert. Und manches hatte meine Mutter auch aufgeschrieben. Dann kam das wieder in mein Gedächtnis, ja. Do you think we as refugees, we come from the war, came to Germany from war, can some day forget this experience from the war? Glauben Sie, dass Geflüchtete heutzutage, also die heutzutage zum Beispiel aus Syrien nach Deutschland fliehen oder geflohen sind, dass es denen ähnlich gehen kann, dass Na, sie die dann hatten es noch schwerer. Natürlich hatten die es schwerer, weil sie auch die Sprache gar nicht kannten. Und der Weg war ja viel weiter und es war ja auch gefährlich. Ja, doch, die hatten schon schwerer als wir, als meine Familie jetzt so. Es gab auch Familien in Deutschland, die es sehr, sehr schwer hatten. Aber wir sind ja noch gut durchgekommen, alle. Und glauben Sie, dass die Geflüchteten von heute auch diese schrecklichen Erlebnisse vergessen können? Nein, vergessen tut man das nicht. Nein. Ja, vieles, sicher vergisst man einiges, aber das, ja.